Thomas hier, moin. Heute möchte ich auf eine immer wiederkehrende Frage eingehen, und zwar das Fräsen von Phasen an Werkstücken. Wie fräse ich mit einer CNC-Fräse schöne Phasen? Und damit herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Immer wieder lese ich unter meinen Videos die Frage: Thomas, wie machst du das mit der Phase? Wie stellst du das ein? Wie mache ich jenes? Wie mache ich dieses? Diese Frage kommt immer und immer wieder, und deswegen habe ich gedacht, mache ich mal ein extra Video nur für die CNC-Phase. Wir werden gleich hochgehen, Fusion 360, da werde ich eine digitale Phase mit euch erstellen. Und weil es so geil ist, natürlich auf der neuen CNC-Fräse auf Fräsen. Mal gucken, ob das in echt auch klappt. Bevor wir das machen, möchte ich mich aber erstmal bedanken. Ich habe wieder Pakete bekommen. Das erste Paket, das ist im Prinzip kein Amazon-Paket. Da hat sich wirklich jemand die Mühe gemacht und hat mir einen dreidimensionalen Taster gebaut. Also ein Werkzeugtaster für die CNC-Fräse. Das war der Jakob Hollack-Schwandner aus Österreich, wenn ich das richtig sehe. Und wir hatten E-Mail-Kontakt und Instagram-Kontakt. Er hat vorher gefragt, ob er mit dem bauen darf, und er hat mir gleich Bilder geschickt, und ich fand das Ding so cool. Jakob, ich danke dir nochmal herzlich jetzt auf diesem Wege. Ich habe das Ding noch nicht ausprobiert, ich werde es aber ausprobieren. Du hast gesagt, er ist eingestellt. Ich werde mich da selbst noch ein bisschen belesen müssen, wie das Ganze funktioniert. Aber das Ding sieht echt cool aus, und dafür, dass du es selbst zusammengebaut hast, Respekt. Ich danke dir vielmals, Jakob. Grüße gehen raus nach Österreich. Das zweite, was ich geschenkt bekommen habe, war von der Amazon-Wunschlist. Das ist im Prinzip auch vor Weihnachten schon angekommen. Ich habe aber kein wirklich tolles Video gemacht, deswegen, das ist das erste Video in diesem Jahr. Der Dank geht diesmal an Lukas Fiebeck. Er hat geschrieben: Viel Vergnügen mit deinem Geschenk, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke dir. Ist schon, naja, 2-3 Wochen her, aber trotzdem. Gruß aus dem hohen Norden von Schleswig-Holstein von Lukas Fiebeck. Der Lukas hat mir geschenkt, stand auch auf der Amazon-Wunschlist, eine Beleuchtung. Das ist eine Beleuchtung mit dem passenden Stativ. Das nutze ich sehr gerne. Ich habe schon sowas Ähnliches, aber halt nicht in dem geilen Rahmen und schon gar nicht in der Größe. Falls ich mal an der Fräse was detailliert aufnehmen möchte oder wenn irgendwo Licht fehlt, ist sowas essentiell, wenn man Videos macht. Jeder, der schon mal Videos geschnitten hat, weiß, das größte Problem ist fehlendes Licht oder geile Ausleuchtung. Und ich möchte mir da eigentlich mal Mühe geben, und ich finde, geile Ausleuchtung ist einfach wichtig. Das kennt ihr von meinen Videos. Ich bedanke mich vielmals an euch beide. Richtig geil. Das waren echt geile Weihnachtsgeschenke nachträglich. Perfekt. Ich danke euch. Viele von euch wissen, ich arbeite mit Fusion 360 und ich habe hier schon ein kleines Projekt vorbereitet. Das ist nichts wirklich Tolles, das ist einfach, naja, ein Bauteil mit verschiedenen Vertiefungen, wo wir viele Möglichkeiten und Chancen haben, mal eine Phase zu bearbeiten oder eine Phase zu erstellen. Also angenommen, ihr braucht irgendwo eine Phase und habt ähnliches Bauteil oder ähnliche Strukturen, dann habt ihr die Möglichkeit, ich gehe jetzt nicht darauf ein, wie ich diese Strukturen gemacht habe, es geht jetzt ausschließlich um die Phase. Ihr habt die Möglichkeit, bei Erstellen hier oben auf die Phase zu gehen. Jetzt habe ich schon wieder Quatsch erzählt, es fängt ja gut an. Hier bei Ändern habt ihr die Phase. Die sieht so aus, Phase. Und dann habt ihr die Möglichkeit, nachdem ihr das angeklickt habt, alle möglichen Kanten auszuwählen und dort eine Phase, naja, zu bauen, zu erstellen. Ich drücke jetzt mal hier auf den Innenkreis. Zack. Dann erscheint hier auch gleich das Fenster, wo ihr dann auswählen könnt, wie tief die Phase sein soll. Ihr könnt natürlich am Pfeil rein- und rausziehen, wie ihr das wollt. Oder ihr wisst genau, pass auf, ich brauche hier eine Millimeter-Phase. Zack, ich drücke Enter. Dann hat er hier eine Millimeter-Phase. Wir prüfen das kurz. Dafür habe ich hier oben auf Prüfen gedrückt. Einfach einmal draufdrücken, den oberen Rand, den unteren Rand, und ihr seht 1 Millimeter Abstand. Könnt hier nochmal die Parameter genau einzeln sehen, wenn ihr das braucht. Gut, das schließe ich jetzt. Das ist eine Möglichkeit, eine Phase in einem Bauteil zu erstellen. Ihr könnt natürlich auch andere Größen nehmen. Machen wir das nochmal. Gehen wir wieder auf die Phase, drücken uns eine andere Kante an und dann mache ich hier 0,5 mm und dann seht ihr, die Phase ist natürlich kleiner. Ich drücke Enter. Hier haben wir 1 mm Phase, hier haben wir 0,5 mm Phase. Und so könnt ihr das dann für euch individuell einstellen. Ihr könnt euch diese Arbeit aber im Prinzip komplett sparen, wenn ihr wisst, da muss eh eine Phase dran. Das ist natürlich schön, das Ganze zu sehen. Also ich finde es gar nicht schlecht, wenn man das mal beim Konstruieren selber sieht und weiß, genau, hier möchte ich überall eine Phase haben. Und zwar möchte ich da 0,5 mm haben, die Phase. Dann kann ich, drücke Enter, genau sehen, wie das mit der Phase aussieht. Gerade beim Drucken ist es ganz cool. Wenn ihr 3D druckt, dann ist das perfekt. Und beim 3D Drucken würde ich euch auch empfehlen, die Phase jetzt, so wie wir das gerade machen, schon zu konstruieren. Jetzt kommt der Clou: Wenn ihr das fräst,
also mit einer CNC-Fräse, braucht ihr diese Phasen nicht einzeichnen. Wir gehen mal hier unten zurück auf den Zeitstrahl, beziehungsweise ich lösche das gleich mal weg, zack, zack, zack. Jetzt habe ich die Phasen alle weg. Wenn ihr wisst, dass hier eine Phase reinkommt, könnt ihr euch das Ganze schenken. Dann geht ihr nämlich direkt auf den Reiter hier oben, wo Konstruktion steht, auf Fertigen. Ich gehe nochmal Schritt für Schritt mit euch durch, damit keine Fragen offen bleiben. Und zwar könnt ihr über... Nee, falsch. Als allererstes machen wir ein Setup. Wir haben ja noch gar kein Setup hier. Ich war schon im Kopf wieder einen Schritt weiter. Ihr fangt immer an mit einem Setup. Viele wissen das schon. Ich drücke hier drauf. Und ich persönlich stelle mir das immer gern so ein, dass ich hier bei Rohteil mir einen Quader mit fester Größe erstelle. Jetzt ist mein Bauteil genauso groß wie das, was ich später auf der Fräse liegen habe. Mein Koordinatensystem passt auch. X, Y, Z. Das ist der Nullpunkt. Den Nullpunkt könnt ihr hier auf dem ersten Reiter beliebig setzen. Links, rechts, Mitte, oben, unten. Ich setze ihn jetzt einfach mal in die Mitte. Er liegt jetzt genau mittig oben drauf. Achsen passen auch. Perfekt. Dann drücke ich OK und das Setup ist im Prinzip fertig. Sollte es übrigens ein bisschen poltern im Mikrofon, liegt das einfach daran, dass ich gerade eine Dachdecke auf meinem Dach habe und die geben echt Vollgas, muss ich zugeben. Das ist teilweise so laut hier drin, sehr unangenehm. Also entschuldigt das Poltern. Zurück zum Setup. Das Setup ist fertig. Wir wollen jetzt hier eine Phase bauen, erstellen, fräsen. Dafür geht ihr hier oben auf die 2D-Kontur. Ich mache jetzt als allererstes schnell mal die Tasche. Da gehe ich gar nicht groß drauf ein, außer dass ich jetzt auf die 2D-Tasche gehe. Dann öffnet sich hier ein Fenster. Da stelle ich mir schnell einen Fräser ein, und zwar den 6 mm Holzfräser. Das hätte ich auch vorbereiten können, aber dann kommen wieder die Fragen, warum und wie hast du das gemacht? Ich wähle einen 6 mm Holzfräser aus, auswählen. Ich lasse hier alle Parameter so, wie sie sind, weil auf die Taschen gehe ich gar nicht drauf ein. Ich werde jetzt einfach nur die Taschen auswählen. Damit wir gleich eine Simulation, ich möchte euch ein paar detaillierte Aufnahmen zeigen, muss das Innenleben schon ausgefräst sein, deswegen mache ich das jetzt, das ist der Grund. Alle anderen Höhen lasse ich so, das Rohteil auf Maß nehme ich raus, damit es genauso bleibt, wie ich das haben will. Ich, wie gesagt, drücke jetzt einfach mal OK und hoffe, dass er mir das dann ausfräst. Genau, perfekt, aber auf das wollen wir gar nicht hinaus. Das habe ich wirklich nur gemacht, damit später in der Simulation hier das Innenleben schon fehlt. So, zurück zur Phase. Wir wollen eine Phase. Fangen wir mit dem Innenkreis an. Da wollen wir 1 mm haben und hier machen wir außen mal 0,5 mm. Dann geht ihr hier oben auf 2D und da habt ihr dann irgendwo die Phase. Da unten ist 2D-Phase. Da drückt ihr drauf, dann öffnet sich ein neues Fenster. Fangen wir mit dem Werkzeug an. Was für ein Werkzeug braucht ihr für eine Phase? Klar, dass ich das nicht mit einem ganz normalen Fräser, der unten eckig ist, hinkriege, ist logisch. Kann ich vielleicht machen, indem ich 500 Mal im Kreis fahre und immer eine Mühe wegnehme, würde ich vielleicht auch sichtlich eine Phase machen. Letzten Endes wären es aber viele Stufen. Also, schauen wir mal rein. Diese Werkzeugdatenbank habe ich mir selber erstellt. Da gibt es auch ein Video darüber, wie man die erstellt. Wenn ihr die Fräser unten verlinkt kauft, da gibt es inzwischen bei HC Maschinentechnik, also über die Links, die ihr unten findet, da könnt ihr für die Fräser, die ihr kauft, beziehungsweise auch für das Live Latitude Starter Set, könnt ihr schon fertige Datenbanken runterladen. Die könnt ihr dann einfach hier hochladen in Fusion 360. Ist ziemlich bequem tatsächlich. Wir nehmen einen Phasenfräser. Wie sieht denn ein Phasenfräser überhaupt aus? Ich habe tatsächlich gerade nur einen drin. Im Prinzip ist das ein 45 Grad Fräser. Also ein Fräser mit einer Spitze. So sieht das Ganze aus. Sieht man jetzt nicht, sehen wir gleich nochmal größer. Ich wähle den aus. Ich habe in dem Fall einen 6 mm 45 Grad Phasenfräser. Hier sieht man das. Ich zoome mal da ran. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen erkennen. Im Prinzip ein Fräser, der unten aussieht wie ein Kegel. Und ich zeige den ja auch definitiv nur in der Nahaufnahme nachher unten in der Werkstatt. Und damit fräsen wir die Phase. So. Hier lasse ich erstmal alles, ist ja eh eine Simulation, da müsst ihr selber ein bisschen ausprobieren. Ich würde euch empfehlen, eher mit höherer Drehzahl zu fahren, weil in dem Bereich, wo der Fräser spitz ist, habt ihr natürlich, ich sag mal, die gleiche Umdrehung, aber eine kleinere Geschwindigkeit. Außen ist die Geschwindigkeit höher als innen. Da kommen wir gleich auch nochmal zu, das ist wichtig beim Spitzenphasenversatz oder beim Phasenspitzenversatz. So, deswegen, ich lasse hier erstmal alles, das ist jetzt nur eine Simulation, in der Werkstatt gleich sehen wir mehr. Die Geometrie, jetzt geht's hier los. Jetzt könnt ihr auswählen, wo wollt ihr eure Phase haben. Wenn ihr jetzt die Phase konstruiert hättet, und hier wäre noch die Phase, die hätte ich eigentlich stehen lassen können, das wäre schöner gewesen, dann könntet ihr einfach den oberen Ring auswählen und der Computer wüsste genau, wie groß oder breit eure Phase sein soll. Jetzt waren wir aber faul und haben die Phasen nicht alle konstruiert, sondern ich habe einfach nur die Kontur ausgewählt,
gehe auf den nächsten Reiter, die Höhen, da lasse ich alles so, wie es ist. Gehe auf Durchgänge und hier wird es jetzt spannend. Hier kann ich jetzt bei Phase die Phasenbreite einstellen. Und zwar haben wir gesagt, machen wir da, ich glaube 0,5 haben wir gesagt, 0,5 mm Phasenbreite. Und den Phasenspitzenversatz machen wir mal auf 0. Einfach nur, nee, den lassen wir da auf 1. Ach, wisst ihr was, ich glaube, es ist schöner, wenn wir hier in der Geometrie den Innenradius auswählen. Das ist leichter. Ich lösche nochmal alle. Das können wir in der gleichen Simulation einfach schöner sehen. Gehen wir zurück. Phasenbreite 0,5 mm. Phasenspitzenversatz machen wir mal auf 0. Die Frage kommt immer wieder, was ist der Phasenspitzenversatz? Das seht ihr gleich. Den Phasenabstand, das sieht man jetzt schön in der Grafik, ist im Prinzip der Abstand zwischen einer stehenden Wand und der Phase, falls man, wie auf dem Bild dargestellt, eine Fräsoperation machen muss. Das packe ich einfach nicht an, das lasse ich so, wie es ist. Jo, hier mache ich jetzt auch keine Einfahrt, keine Ausfahrt. Ich packe da erstmal gar nichts an. Ich drücke auf OK. Ich will euch jetzt erstmal zeigen, was hier überhaupt passiert. Gehen wir auf die Simulation. Da habe ich hier oben auf die Simulieren-Zeichen gedrückt. Drücke auf Play. Ich mache gleich mal ein bisschen langsamer, sonst fährt er mir viel zu schnell los. Dann geht's los. Der Fräser taucht ein. Und wir sehen, er nimmt die Phase ab. Machen wir mal Pause. Hier sieht man es schön. So, was sehen wir jetzt hier? Ich hoffe, dass ich nah genug rankomme, damit man das sieht. Die Spitze vom Phasenfräser fährt genau auf dem unteren Rand der Phase. Das heißt, hier unten haben wir ja, egal wie hoch die Drehzahl ist, eine extrem geringe Schneidgeschwindigkeit im Vergleich zum Beispiel von hier außen. Weil, ihr wisst, außen dreht sich der Fräser natürlich von der Umdrehungsgeschwindigkeit, ist außen natürlich höher als innen. Das heißt, hier unten wird das Material nicht so geil geschnitten, wie zum Beispiel hier oben, logischerweise. Darüber hinaus kann es sein, dass ich hier unten eine ganz kleine Ecke oder eine Kante kriege. Das ist mir auch schon mal aufgefallen, wo ich den Phasenspitzenversatz vergessen habe, weil unter irgendwelchen Umständen passt das nicht aufs 100. Millimeter genau und er fährt euch hier eine kleine Kante rein. Das seht ihr dann später und das nervt euch. Deswegen gehen wir mal zurück. Schließen. Wir drücken wieder auf unsere Operation, Doppelklick, gehen auf die Durchgänge. Dann gehen wir hier auf Phasenbreite bzw. auf Phasenspitzenversatz hier drunter und geben jetzt mal 1 mm ein. Das stand auch original auf 1 mm. Wenn ihr da nie was anfasst, passiert eigentlich nichts. Trotzdem solltet ihr verstehen, was man hier einstellt. Ich drücke auf OK. Dann gehe ich wieder auf Simulieren. Dann drücke ich Play. Schieb mir das mal hier aus dem Weg. Na, kommt er gleich eh rum. Da kommt er. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt schon sehen, was da passiert. Ich drücke jetzt mal auf die Pause. Zack. Das ist unser Phasenspitzenversatz. Von dort bis zum Werkstück haben wir jetzt 1 mm eingestellt und die Phase wird auf der diagonalen Fläche, da wo die Schnittgeschwindigkeit welchen höher ist als hier unten, wird sie erstellt oder wird sie geschnitten, die Phase. Das heißt, wir haben hier einen perfekten Span, wir haben relativ gleichmäßige Geschwindigkeit von da nach da an der Stelle, wo der Fräser das Werkstück berührt und ihr habt auch auf keinen Fall irgendwo eine kleine Kante drin, weil die Spitze nicht 100% außen fährt, sondern vielleicht ein Müh weiter drin. Das ist der Phasenspitzenversatz. Ihr könnt das Ganze natürlich auch übertreiben. Da müsst ihr mega aufpassen. Wir schließen das wieder, weil was passiert? Ich gehe zurück in die Operation. Wenn ich das gleiche nochmal mache, Durchgänge, Phasenspitzenversatz, machen wir mal 3, das wird extrem sein, ihr werdet sehen. Wir gehen wieder auf die Simulation, ich drücke Play und das Ganze fängt an. Ein bisschen beschleunigen wir hier, zack und Pause. Was passiert? Der Fräser fährt komplett draußen diesmal. Vielleicht wären 2 mm besser gewesen, um das darzustellen, aber im schlimmsten Fall fährt er euch tatsächlich, weil hier ist ja die Diagonale, mit der Nicht-Schneidkante ins Werkstück rein. Dann habt ihr Rauchentwicklung oder im Prinzip, naja, theoretisch habt ihr dann einen Crash, denn der Fräser fährt mit einer nicht schneidenden Kante ins Werkstück, das wollt ihr nicht. Mein Tipp an euch, ihr geht in die Phasenoperation und lasst hier alles so, wie es ist. Dieser 1 mm war voreingestellt, das passt in der Regel richtig gut und bei allem anderen würde ich euch immer empfehlen, dass ihr das vernünftig anguckt in der Simulation. Ich drücke wieder auf Simulieren, drücke Play und dann seht ihr genau, das passt. Der fährt die Phase jetzt perfekt rum und ihr habt eure Phase.
Das könnt ihr mit beliebig vielen Kanten und Ecken machen. Wenn wir nochmal zurück in die Phasenoperation gehen, dann hier oben auf die Geometrie, dann könnt ihr alles Mögliche auswählen, was ihr wollt. Ihr solltet natürlich wissen, das, was ihr jetzt auswählt, hat alles in die Phase 0,5 bzw. das, was ihr einstellt. Wenn ihr aber damit einverstanden seid, dass alle die jetzt ausgewählten Kanten 0,5 oder machen wir mal 1 mm, dann sieht man es schöner, hat, dann könnt ihr das genauso machen. Einfach auswählen und dann geht's los. Ihr drückt auf OK. Wir drücken auf Simulieren. Wir drücken auf Play und beschleunigen das ein bisschen und ihr seht, überall fährt er seine Phase. Perfekt. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen näher an. Was hat er hier gemacht zum Beispiel? Hier natürlich. Ganz klar, wir können mit dem 6 mm Holzfräser, womit wir die Taschen gefräst haben, natürlich nicht komplett in die Ecken. Da müsstet ihr entweder einen kleineren Fräser nehmen oder, wenn es sehr wichtig ist, dass sie ausgefräst ist, dann müsstet ihr hier kurz reinfräsen, wie so eine Art Mickey Mouse Ohr, dann wäre es auch frei. Für die Phase ist jetzt natürlich klar, dass ihr in dem Fall mehr Material hier wegnimmt an der Stelle und dadurch kriegt ihr diese komischen runden Augen. Ihr könnt natürlich jetzt noch mit einer zweiten Bearbeitung mit einem kleineren Fräser hier in die Ecken reinfahren und die Restmaterialbearbeitung machen. Aber das wird jetzt den Rahmen sprengen. Ich hoffe, dass ihr einfach so mal grob gesehen habt, wie ihr digital eure Phase kreieren könnt. Es gibt zwei Wege. Wie gesagt, die erste war, dass ihr es selbst konstruiert und einfach nur anklickt. Oder die zweite ist, ihr lasst es mit der Konstruktion und gebt einfach am Ende ein, dass ihr eine 2D-Phase haben wollt. Und weil das Ganze so geil ist, würde ich sagen, gehen wir in die Werkstatt, gucken uns das Ganze mal an und ich will das jetzt auch fräsen. Auch wenn mir das überhaupt nichts bringt und ich da eigentlich nur Abfall mit produziere, gibt es mit Sicherheit geile Bilder. Abgesehen davon ist Phasenfräsen echt befriedigend. Digital haben wir es jetzt geklärt. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Tipps an die Hand gegeben, dass ihr das in Zukunft alleine machen könnt. Ihr müsst da ein bisschen rumexperimentieren. Jetzt machen wir das Ganze noch in der Praxis. Ich habe da schon ein Stück Holz auf die Fräse gespannt. Damit machen wir das jetzt. Ihr seht selbst das Stück Holz, das habe ich aus der Restekiste rausgefunden. Das ist mal lackiert worden, da sind Macken drin. So ein Pech aber auch, da muss ich leider einmal drüber planen. Deswegen habe ich schon eine Planfräse eingespannt. Damit fangen wir jetzt als allererstes mal an. Babyglatt, damit können wir super arbeiten. Man hätte noch ein bisschen tiefer nehmen können. Ich habe jetzt 1 mm abgenommen von der Oberfläche. Hier ist noch eine kleine Riefe, ist aber auch wurscht. Das ist ja nur ein Probemodell. Wenn ihr wissen wollt, wie man plant oder so eine Planaufgabe erstellt, ich habe, glaube ich, das Video, das vorletzte Video geht genau über den Fräser und die Planaufgaben, wie man das macht. Ja, da könnt ihr aber mal reingucken, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Es wird die Frage kommen, wie ich das Stück Holz befestigt habe. Ich habe es mit Kreppband befestigt, also oben, unten und dazwischen Sekundenkleber mit schnellhärtendem, ja, Aktivator. Das ist bombenfest. Das reicht für so eine kleine Mini-Operation auf jeden Fall alle Fälle aus. Als nächstes fräse ich mit einem 4 mm Holzfräser die Taschen rein. Die haben wir ja oben gesehen. An den Taschen kommen ja später die Phasen hin. Für die Taschen nehme ich einen 4 mm Holzfräser mit geraden Schneiden. Warum nehme ich den kleinen 4 mm Fräser und nicht zum Beispiel einen 6 mm Fräser? Ich habe es oben schon mal kurz erzählt. Ich möchte in den Ecken nicht ganz so große Radien haben, damit das später mit der Phase schöner aussieht. Abgesehen davon sind das echt kleine Taschen und die schafft der kleine Fräser, denke ich mal, mit links. Übrigens sieht das ganz schön übertrieben aus, wenn man einen 4 mm Fräser in ein ER20 Profil reinsteckt. Ist schon ganz schön massiv. Vielleicht ein bisschen übertrieben, muss ich mal gucken, ob ich das auf Dauer so lasse, weil ich ja prinzipiell immer generell mit eher kleineren Fräsern arbeite. Aber das ist Zukunftsmusik. Das Abnullen nicht vergessen, ganz wichtig, ihr habt einen neuen Fräser eingespannt, definitiv den Nullpunkt neu einstellen. Thank you.
Das war keine große Herausforderung für die Fräse. Ihr habt es gesehen, die Taschen sind relativ zügig ausgefräst worden. Ich hätte auch problemlos in voller Tiefe die Taschen ausfräsen können. Ihr seht jetzt, warum ich das Buchenholz genommen habe. Buchenholz ist sehr faserig. Das heißt, ihr seht hier diese Fasern am Rand. Je nach Maserung habt ihr die einfach. Da kommt ihr auch nicht drum herum. Obwohl ich einen Fräser mit geraden Schneiden genommen habe, der eigentlich wirklich gerade wegschneidet und nicht nach oben ausreißt, habe ich die immer noch hier. Kann natürlich auch daran liegen, dass der Fräser auch schon ein, zwei Jährchen alt ist. Aber das ist ja gewollt, denn es geht ja heute um die Phasenfräsen hier oben und da kommt der kleine Freund ins Spiel. Das ist ein 90 Grad Phasenfräser, 6 mm, habe ich euch auch unten verlinkt, genauso wie den Holzschneider mit geraden Schneiden, findet ihr alles in der Videobeschreibung. Und den werden wir jetzt einspannen. Wichtig ist, dass ihr den gleichen Nullpunkt nehmt, wie bei der ersten Operation, also bei der Taschenoperation, denn der fährt jetzt einfach nur die obere Kontur ab. Wichtig ist aber auch, dass ihr trotzdem den neuen Nullpunkt für die Z-Achse setzt. Das heißt, wenn ihr den Fräser einspannt, müsst ihr auf jeden Fall die Z-Achse neu abnullen. Hier könnt ihr nochmal den 90 Grad Phasenfräser sehen. Er sieht im Prinzip aus wie ein etwas groß geratener Gravierstichel. Ihr könnt damit auch herrlich gravieren, Schriften zum Beispiel gehen einwandfrei damit oder halt jetzt einfach eine Phase fräsen. Das ging relativ zügig, ich glaube, die ganze Operation hat keine Minute gedauert. Der fährt wirklich einmal nur im Kreis, nimmt genau das ab, was ihr wollt. Und wir haben jetzt hier wirklich eine perfekte Phase. 45 Grad, die fasst sich jetzt schon richtig gut an. Ich bräuchte da gar nicht mehr mit Schmirgelpapier dran gehen. Ja klar, das Faserige, was ihr hier seht zum Beispiel, und das ist einfach dem Buchenholz geschuldet. Das kriegt ihr jetzt natürlich mit Schmirgelpapier noch ein bisschen in den Griff, wenn ihr das braucht. Ansonsten, ja, ich bin damit total zufrieden. Das reicht im Prinzip für alles. Ihr könnt das in Aluminium machen, in Stahl, in Plastik, in anderen Holzarten. Ihr könnt das im Prinzip überall so machen. Das funktioniert. Auch der Fräser ist dafür geeignet. Der schneidet eigentlich alle Materialien. Zumindest habe ich das bisher damit gemacht. Und ich denke mal, da sollten jetzt erstmal keine Fragen offen bleiben. Sollten dennoch Fragen offen sein, schreibt die einfach unten in die Kommentare. Ich lese die alle und ich werde die versuchen, schnellstmöglich zu beantworten. Ich schaffe es nicht immer, alle Kommentare zu beantworten. Seht mir das ein bisschen nach. Das werden inzwischen echt viele Kommentare. Und gerade über die Feiertage habe ich es auch ein bisschen schleifen lassen mit den Antworten. Ich habe euch gezeigt, wie wir die Phase machen. Die Phase eignet sich auch super zum Entgraten. Das heißt, wenn ihr irgendein Werkstück behandelt, wo dann oben definitiv ein Grat überbleibt, dann könnt ihr da einfach eine 0,2 mm Phase dran machen und dann fasst sich das wirklich butterweich an. Gerade bei Aluminium, ziemlich coole Geschichte, weil die ganzen scharfen Kanten weg sind. In Holz klappt es definitiv immer. Alles andere müsst ihr einfach mal ausprobieren. Die Fräser, die wir verwendet haben, habe ich euch alle verlinkt unten. Den großen Planfräser und den kleinen Fräser. Der 90 Grad Phasenfräser steckt noch in der Fräse drin. Der kleine Fräser und auch der 90 Grad Phasenfräser, den findet ihr auch in dem Live Latitude Starter Kit. Da könnt ihr gucken, das habe ich auch nochmal unten verlinkt. Da spart ihr auch Kohle, wenn ihr euch direkt so ein Kit holt. Da sind die dann etwas günstiger, als wenn ihr euch die alle einzeln besorgt. Gut, wie geht es jetzt weiter? Ich habe hier schon Sachen liegen und zwar habe ich hier induktive Endschalter liegen für die Fräse. Die brauche ich definitiv, denn die Fräse, die ist einfach zu stabil, die würde sich selber zerstören. Beziehungsweise ich habe es ja schon gemacht, ich habe mir einen Schmiernippel abgebrochen. Und abgesehen davon möchte ich ja auch die Werkzeuglängensensoren fest an einer Position positionieren. Deswegen in den nächsten Videos wird es dann darum gehen, wie ich die Fräse, naja, mit diesen Sensoren ausstatte, woher ich diese Sensoren habe und wo es noch mehr davon gibt, auch für euch. Das klären wir alles in den nächsten Videos. Das kommt jetzt peu à peu. Deswegen freue ich mich, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Super, dass ihr dabei wart und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.